Hi Leute, willkommen zurück bei Life is Strange. Wir wollen jetzt hier mal alles zusammensetzen. Take a breath, Max. Jetzt wird's schwer. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ja, hab ich eigentlich gar keine Lust drauf. Es ist schwer. Okay, das ist Kate nicht. Kommen Sie hier tweaking. I need to score SAP. Yes. House calls. Ah, würde Kate nie benutzen. So wird fuck oder sowas. Home. What up? Needs a G. Okay, cool. Bitch, you set me a butter. Calm down. Bring it to me. Bring it. Alright. Say Ray picks on the beach. Was haben wir hier? Das ist. So. This infamous party was the fourth. Oh God. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Muss eigentlich nur gucken, wo. Warte mal, stand da eine Adresse oder sowas? So, this infamous party. Ja, Blackwell Academy. Not much out there. Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor Rich. If das Joyce ist deiner. Knew what Nathan did to Chloe, she would. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? No doubt that Nathan stays in his dorm. So. So, he could be hiding clues there too. Ach, das kann ich ja gar nicht. Ach so. Was haben wir hier? Beach? Ah, okay. Was? Fireball? Oder was ist da? Firebutt. Halt, eins rüber. Boah, ich raff das gar nicht. Bin ich ganz ehrlich, das ist für mich jetzt einfach nur raten. Ich bin überhaupt nicht, also gerade jetzt, weil es nochmal so dolle Englisch ist. Schweine. Das ist Frank, definitiv. Ich hab da keinen Plan. da jetzt Englisch ist, ich verstehe auch, gebe ich ehrlich zu, nicht komplett alles. So, this infamous party was the fourth. Ja, schön. Gerade hier mit den ganzen Zahlen, raff ich nicht. Come Yosef, you tweaking. Vor allem schreibt er dann nur mit Frank? Einfach nur Home. Was haben wir hier? Blackwell, zu Sheets, Skido, Acid. Kann ich nicht. GHB, keine Ahnung. Beach, das würde halt höchstens einzige. Ist hier ein Strand dabei? That beach is like Franks main office. Okay, das wird das einzige. Wo sind jetzt noch Beach? Hier und. Hier oben oder noch für irgendwas mit Beach, ne? Ne, warte, wo war das? Ich habe nur. Das war das einzige, was ich jetzt merken könnte. Genau hier. Fail. Abort. Wrong clues. Raff ich nicht. Ich werde es auch nicht rauskriegen. Hier ist auch wieder Beach-Kokain. Das ist Blackwell. 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 Das sind die Docks. Das ist auch. Also, das hier war Beach, ne? Ne, das ist Blackwell. Also, das Einzige, was nicht reinpasst, ist natürlich der Beach. Weil sonst ist alles Blackwell, ne? Ah, ne, ah, hier ist nochmal Beach. 2 Gramm. Kokain, was war das hier? So, nehmen wir mal das. Das hier war der Beach, ne? Come down, bring it to me. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Ja, das einzige Hinweis ist hier wirklich Strand. Oder? Give me the address. Give me the
In Transit. Meat Beach. Be cool. Okay, hier wäre noch was. Nehmen wir mal den. Nope. Maybe I should try to halt link hier. Other clues together. So, und das hier war höchstens nochmal Beach. Since Kate left pretty early with Nathan, I should search for texts, locations and transactions in the evening. Am Abend, okay. 10 Uhr, das ist für mich abends. PM ist ja abends, ne? Nehmen wir mal das. Was ist hier für eine Uhrzeit? Das ist AM. Das kann es ja dann nicht sein. Dann eher das. Wo hat er denn... Das passt aber. Von der Uhrzeit her passt das doch zusammen. Steht hier nochmal irgendwas mit Strand? Aber von der Uhrzeit würde das, würden die beiden doch passen. Hat er hier noch was? 4 Uhr. Da ist auch das gleiche Datum. Und halt nur ein bisschen früher. Kann doch nur das sein. Okay, this is just sad, Max. Hä? Bin ich irgendwie deppert? Mensch, jetzt drück ich die ganze Zeit falschen Knöpfe. Take a breath, Max. Ja, ja. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. PM UFK. Hey, I need to score ASAP. Das ist... Okay, das kann es ja auch nicht sein. Das kann doch... Hä? Ich verstehe es nicht. PM. Das ist auch... 10.34 Uhr. PM. So. Das ist alles AM. PM. 10 Uhr, was haben wir hier bei Blackwell? Halt, warum Blackwell? Hier. Ach du Kacke, ist ja ganz schön oft. 5 Uhr, PM, das ist glaube ich auch irgendwo was, oder? Das ist alles AM. 10 Uhr 52, was? Warum beim Beach? 10 Uhr 42. 10.34 Uhr war, glaube ich, Schule, oder? Nee. Och, Menno. Ich muss noch mal ganz dringend auf Toilette. Das ist doch ärgerlich. Ich glaube, ich notiere mir das gleich mal alles, was abends, so, was da alles für Uhrzeiten sind. Also einmal 10 habe ich gelesen. 45 ist das jetzt gerade. Dass ich ja nicht ständig immer so hin und her wechseln muss. Das ist AM, das bleibt aus. Das ist 3,50. So, was haben wir hier? Hier haben wir 10,50. Wenn wir jetzt nämlich nur noch den... Und 11. So, wo haben wir jetzt... Was deckt sich... Somebody is stocking up on gas. Das fährt raus. Diese Uhrzeiten haben wir auch nicht. Docks. Der Strand fällt eigentlich dann auch raus von den Uhrzeiten her, weil die haben wir nicht. Das Diner fällt raus. Das fällt raus. Die Schuhe. Nee, das ist was anderes. Das ist das Haus. Das ist alles. Oh, warte mal. PM. Nee. 10.56 Uhr am 10.04. Aber von den Uhrzeiten deckt sich da gerade gar nichts. Nur halt kleine Unterschiede, die da zu sehen sind. Okay, was haben wir denn jetzt noch hier? Das ist AM. 10.34 Uhr. Das würde sich ja dann eventuell damit passen können. Was haben wir hier? Das ist 5 Uhr. Das könnte eventuell da passen. So, 10.50. Na, 10.50 passt ja eigentlich perfekt zu 10.52 mit dem... Ich muss gleich auf jeden Fall cutten. Ich muss ganz, ganz, ganz dringend auf Toilette. Das ist AM. Ah, Mensch.
Ja, ich muss erstmal ganz dringend auf Toilette. Sorry, bis gleich. So, wieder da. Ja, probieren wir einfach mal weiter. Jetzt mein Glück. Haben wir noch ein paar Notizen gemacht, wo Uhrzeit ist. Eigentlich ist ja meine Vermutung so. Kann dann halt das hier, glaube ich, sein. Könnte. Nee, das ist Blackwell. Das war eher, glaube ich, das falsche Datum, richtig? 10.04. Ich war jetzt irgendwie von dem 10.07. aus. Mensch, geh doch mal hoch. Das ist, der fällt komplett raus. Da war überhaupt keine Nachricht von da. Was hatten wir jetzt hier so? 3.10 Uhr am AM. Es ist natürlich sehr früh am Morgen. Könnte natürlich auch Nacht sein. So, und jetzt noch eine Nachricht. Ist das die hier? Nee, das ist die PM. Das ist... Wo ist denn die? Ah, Menno, geh doch mal. Also das ist ein bisschen blöd. So. Damn. I must have missed something. Also das ist auch nicht. Okay, dann... War der um 42... War er... Ja, ist das die Sache? Hat er da den Deal fotografiert oder war er einfach nur da? Also ich... Weil, ich finde, Beach ist irgendwie das Einzige, was hier komplett wirklich passt. So, das war jetzt von dem Datum her bei ihm auch 10.07. So, 10. So, bupp. Und dann 10.07. Das 10.04. 10.04. 10.11. Auch hier oben. Max, just match the right text message with the right account book entry. Then you'll finally discover where Nathan took Kate. Das ist... Roger that. I'm gonna study the board and try to connect. Kann doch nicht so blöd sein. Was haben wir denn hier alles? Ach, hier ist noch 19.03. Ach, da hat er angefangen zu schreiben auch noch. 1.10. Ja, na was muss ich jetzt gehen? Wann er geschrieben hat? Also hier, der 10.01. fällt ja eigentlich mal raus, weil er soll ja wegbleiben. Was haben wir hier? Das Ende am 10.04. Zehnter, vierter, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas mit dem 10.04.? Zehnter, hier. So. So. 10.04. Ah, geht doch, endlich. Chloe, this is definitely the place. Ja, okay, hätte mir echt gleich drauf kommen, ist abgelegt. Ah, naja, ich denke manchmal einfach zu kompliziert. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Prescott? Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Wie gehen da hin? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. Yep. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. Ja, wer weiß wie lange. We're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ha, wie gesagt, eigentlich hätte man natürlich, weil es ist was Gruseliges, Farmhaus kann natürlich gruselig sein. Ich denke einfach manchmal wirklich zu kompliziert und dann wird es einfach nichts. Und mit der Rente noch die Zeit bei einem Let's Play arbeite ich auch, sag ich mal, gegen die Zeit. Ah, naja. Jetzt sind wir angekommen. Und mal schauen, was wir da so finden. Holy shit, this is scary. Ich denke mal, ich werde auch mit Absicht mal ein bisschen überziehen. But we're here. Let's go find the best way in. Denn wir haben ganz schön viel Zeit vertrödelt. Daher werde ich bestimmt mal mit Absicht mal überziehen. Wow, check this out. Fresh tire tracks. Vielleicht ist da auch der Darkroom drin, ne?
Then we need to get in that barn. Yep. Die Frage, wie kommen wir da rein? Okay, hier sind noch die Reifenspuren. Hm. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Möglich? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ja, es ist klar. Das Eichhörnchen. Oh, hier kann man die mitnehmen? Natürlich nicht. Ah. Kommen wir da rein? Können wir uns da durchquetschen? Na klar, aber locker. Chloe, I found the front door. Come on. Na, das war ja einfach. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Ich habe keine Gänsehaut. Hey, check out this old chest. Kann man noch nicht übersehen. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay. Ja, die Prescotts waren wohl schon immer ganz schön hochgestellt. Yes, Prescott clippings. But that this tractor has paid its dues. Okay, da war es also auch nicht. Hier sind nochmal die Tracks. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. So, ah, die Spuren, also ich sehe die Spuren gerade gar nicht so gut. Hier ist aber eine Klappe. Sieht für mich aus wie eine Klappe. Was haben wir denn? Ah, komm, geh doch mal weiter. Hier ist gerade was vibriert. Hat gerade was vibriert, wo ich drüber gelaufen bin. Gut, dass es vibriert hat, sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. These hooks are used to lift haystacks. Kann man den benutzen? Kann man nicht benutzen. Ah, hier war noch mal was. Hä? Da. Ist gerade auch noch mal vibriert. Just rotting wood. Okay. If a zombie shows up, I have my weapon. Das ist schön. So. Hier, könnte ich schon denken, dass hier auch noch mal vibriert. Nothing here. Also man muss hier wirklich, also wenn man mit Controller spielt, auf Vibration achten. Hier ist nochmal was. Das müssen wir dann garantiert mit dem Haken hochziehen. Nothing here. Wenn man denn was finden sollte. So, könnte noch was sein. Hier war nochmal was. Damn, lots of info here. Haben wir hier was? Ah, sieht schon anders aus. Das sieht schon... nach was aus. Ah! What is this? It's totally brand new. Tja, weiter unten was ist, was man nicht finden soll. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Das ist klar, aber... zack! Damit sollten wir es aber schon locker aufreißen können, oder? So. Crate. Ah, the good old days. Einfach nur. So, wo ist jetzt der andere Haken? Look. So many haystacks, so few needles. Ah, warum geht's? Ach, da. Ah, da war noch was im Weg. Plattform. Chloe, can you give me a hand? Also, paar Minuten mache ich noch. Paar Minuten mache ich noch. Hop and away, Supermax. Ich habe nämlich das Gefühl, es könnte eventuell schon der letzte Part sein. So, jetzt haben wir hier oben. Was haben wir denn hier? Ein Generator oder was? Ah, da können wir auch nochmal hochklettern. Ja, müssen wir jetzt an das Seil ranspringen als Gegengewicht? Ich würde mal behaupten, ja.
Hier, na, wo ist es? Hey, ist es weg? Ah, jetzt, da. Ah, drehen, drehen, drehen. Pull. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Was? Haben wir hier irgendwas? Natürlich nicht. So. Here's the other end of the rope. Ja, dann sollen wir jetzt das Schweres drum binden, oder wie Deutsch das jetzt verstehen. So. Kann man jetzt... Ah! Wo ist denn das Seil? Das ist ja hier, das ist der Haken. Kann man hier was nochmal machen? Nee, ist auch nur angucken. Damn, those pliers are fossilized. I need something. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Tja, kannst du mal sehen. Aber wie sollen wir da was dran binden? Das kann doch nur das da oben sein. Kann man nicht skippen. Okay, Leute, mir reicht's. Ich mache hier Feierabend. Sonst wird es doch wieder zu lang. Und wenn es halt nur ein 5-Minuten-Part wird, egal. Auf jeden Fall ist es bis jetzt die längste Episode. Es sind jetzt, glaube ich, 7 Parts schon. Aber es ist halt auch wahrscheinlich meine Schuld mit. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, belohnt mich mit einem Daumen nach oben. Und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut.